Willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 2 DC Superheroes. Wir machen nun weiter mit Level 12, wo wir auch nur wie im letzten Level Superheld haben. Der Rest fehlt. In Level 13, 14 und 15 haben wir dafür aber deutlich mehr. Level 13 haben wir auch schon fast komplett abgeschlossen. Ich glaube, 3 oder 4 Minicats fehlen jetzt dort. Ich habe das eben ganz kurz nachgeguckt. Aber dieses Gebiet hier ist, glaube ich, auch nicht besonders groß. Deswegen schaffen wir das wahrscheinlich relativ schnell. 1 von 3, 2 von 3. Ein Unsichtbarkeit. Nee, Tarnanzug heißt der, nicht Unsichtbarkeitsanzug. Den habe ich auch zuerst gar nicht gesehen. 1 von 5. Ich komme nicht weiter. Warum kann ich diese Menschen nicht wegschieben? Die sind ziemlich fest. Green Lantern haben wir nicht in der Schnellauswahl. Echt? Achso, ne. Ich dachte, vielleicht sollte ich das Auto zuerst wegfahren. Aber nein, man baut es da dran. So. Dann Man-Bat. Drei von drei. Es ist ja einfach zwischen. Wie haben wir das übersehen? Da war ich damals wohl ein bisschen blind. Achso, ja, den Burger eingefahren, den haben wir auch noch nicht. Ich glaube irgendwie, dass der Burger in Gefahr eher hier unten ist. Also gibt mir gleich noch den Bereich auf dem Dach. Aber ich glaube, der Bürger in Gefahr ist irgendwo hier. Wir gehen gleich mal wieder runter und gucken uns dort genauer um. Da fehlen doch nur noch 3 Minikits. Die können wir immerhin einfach umrennen. Naja, ich sehe jetzt hier aber nichts, wo so einer sein könnte. Na gut, wir gehen mal aufs Dach. Zur Not starten das Level einfach neu. Das hier ist ja direkt am Anfang. Ich kann einfach fliegen. Warum mache ich das? Warum mache ich das nicht? Oh, waren diese Schalter schon die ganze Zeit da? Ja, toll, dann hätte ich ja einfach von Anfang an da hochfliegen können. Nein, Flash, komm wieder hoch. Jetzt rennt er vor den Gegnern weg. Selbst die schaffen das hier hoch. Die hätten mir helfen können. Hier, komm mal einer her. Ja, ja. Es ist doch. Könnt ihr nicht einmal oben bleiben? Nein, nicht runterlaufen. Bleib oben. So, komm hinterher. Komm hoch. Ja, okay. Von mir aus auch so.
Das sind auf jeden Fall die letzten Minikits. Wir wählen mal Aquaman aus. Machen wir das von hier? Ich glaube, wir haben das. Ja, doch, wir treffen das. 2 von 3. Akrobatikanzug. Achso, ja. Ich habe schon wieder vergessen, der Bürger in Gefahr wird uns ja angezeigt. Ist dort oben. Da, an diesem Mast hängt der. Stange dort. Ja, komm, heb ab. So, du bist gerettet. Pinguin. Nein. Okay, doch. Und dann wieder zurück zu Aquaman. Mit ihm müssen wir einfach nur das ja beseitigen und dann haben wir das Level schon geschafft. Speichern und Level beenden. Und was bekommen wir nun? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Mr. Freezes Eis. Das ist ein Eis. Okay. Wir bekommen einen Eisberg. Gibt es den auch noch in groß? Viele von den Fahrzeugen, die wir als Minikit ja bekommen haben, gab es auch in groß. Aber da war jetzt, glaube ich, kein Platz mehr dafür da. Wir gucken mal. Was kann ich für Sie tun, Sir? Naja. Nee, die unterste Reihe ist für Minikits. Den Eisberg gibt es dann wohl leider nicht in groß. Naja, dann können wir hier mal rausfliegen. Direkt vor dem Ausgang dort vorne ist ja auch noch ein Rennen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das gemacht haben. Das überprüfen wir mal schnell. Was nehmen wir denn? Wir nehmen das UFO. Und dann testen wir das mal. Hätte ich nicht das UFO nehmen sollen? Es ist nicht wirklich schnell. Kommt mir jetzt nicht so vor, als ob wir das schon gemacht haben. Ich bin doch durchgeflogen. Warum zählt das denn nicht? So. Da oben ist das Ende, dort wird aber nichts angezeigt. Ja, das haben wir schon gemacht. So, dann gucken wir mal, was wir hier unten für den goldenen Stein machen müssen. Einfach nur diese Pflanzen hier zerstören. 203 goldene Steine. Dann geht es nach Arkham. Haben wir hier noch was? Ja, hier ist noch ein Bürger in Gefahr. Dort oben auch. Hier ist sogar noch ein Charakter. Wir holen uns mal ganz kurz den Bürger in Gefahr. Und dann geht es nach Arkham. Bevor wir den hier noch vergessen, der ist relativ abgelegen. Zumindest sehr abgelegen zu den Orten, wo wir noch sehr viel haben, was wir einsammeln müssen.
Dann holen wir uns jetzt erstmal den Charakter. Das ist mittlerweile auch schon so lange her, dass wir hier waren. In der zweiten oder dritten Mission waren wir das letzte Mal hier. Natürlich können wir das bauen. Und wir bekommen Polizist. Und dann geht's hinein. Ist das da drin nochmal dein eigenes Gebiet? Nee. Den Boomerang Man oder wie der nochmal heißt, den holen wir uns gleich. Der goldene Stein, der rote Stein ist gerade interessanter. Aua. Warum ist hier oben sowas? Ich verstehe warum. Egal. Der rote Stein ist trotzdem interessanter. Vielleicht hilft er uns. Bei dieser Aufgabe ja. Hier bei den Grünen fehlt noch einer. Und hier fehlen noch zwei. Bei den Lilanen. Bekleidungen. Das hilft uns wohl eher nicht. Wir haben auch noch keinen Charakter, der sich einfach so unsichtbar machen kann. Zumindest weiß ich von nichts. Oder? So, dann holen wir uns hier den goldenen Stein. Nummer 205. Nicht 105. Und dann hier unten gibt es nur noch einen goldenen Stein und einen Charakter. Ich hatte gerade Probleme dabei, da wegzukommen. Naja. Wir holen uns erstmal den hier. Wenn du versuchst, mich loszuwerden, dann bin ich gleich wieder da. Was soll denn die Zeit da? Na gut. Wir fliegen, wir tun mal so, als ob gerade nichts passiert ist und fliegen einfach mal zurück. Wenn du versuchst, mich loszuwerden, dann bin ich gleich wieder da. Jetzt kommt die Zeit nicht wieder. Keine Ahnung, wo. Vielleicht weil wir zu weit. Vielleicht weil wir eben zu weit von ihm weg waren. Das kann ich mir vorstellen. Das wollen wir so machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir damals gegen ihn gekämpft haben. Gekauft haben wir ihn auf jeden Fall nicht. Geld hatten wir damals noch nicht so viel. 100.000 kostet der aber nur. Gehen wir mal hier rein. Wir fliegen erstmal und gucken, ob wir das ohne den Anzug machen können. Ich versuch's mal. Nein, das geht nicht. Dann machen wir das Ganze mal. Verschwinde. Dann der Anzug. Und dann suchen wir mal den richtigen Weg.
Wir können uns so ja mal ein bisschen helfen. Natürlich fällt Sturm. Gehen wir mal hier hin. Und das hier mitnehmen. Und den goldenen Stein nehmen. Den Freizeitpark würde ich gerne als letztes machen. Der hier. Deswegen werden wir jetzt mal diesen Charakter dort holen. Aber erstmal die zwei Bürger in Gefahr dort retten. Der Charakter, das dürfte Elfdred sein. Ist ja dort unten beim Anwesen. Ja doch, das ist Elfdred. Habe ich den jetzt nicht markiert? Doch, habe ich. Ich bin schon dran vorbei. Wo ist er denn? Hier unten. Irgendwo. Da. Hilfe! Hilf mir! Hilfe! Hilf mir! Hilf! Dann halt so. Wie viele fehlen davon eigentlich noch? Das würde ich gerne mal nachgucken. 5. 5 Bürger in Gefahr noch. Und einige davon sind dann noch in den Leveln. Moment mal, hier war doch noch einer. Ja, hier. Steht sogar noch ein Auto, das man nicht kaufen kann. Hier steht auch irgendeine Ruine. Nächster Bürger in Gefahr ist gerettet. Und nun werde ich hier nun erstmal den Part beenden und dann bis zum nächsten Mal.